Yo, liebe Leute, wie geht's, wie steht's? Willkommen zurück zu Sky Island. Wie man vielleicht gerade schon im Hintergrund bemerkt hat, sieht die Mobfarm ein wenig anders aus als noch im letzten Video. Das liegt unter anderem daran, dass in dem Moment, wo ich im letzten Video dieses... Was ist denn jetzt passiert? In dem Moment habe ich wohl irgendeine Taste gedrückt, die mein OBS zum beziehungsweise die Aufnahme gestoppt hat in OBS und ich habe das nicht bemerkt. Ich habe das irgendwie erst 10 Minuten später oder so bemerkt und dann habe ich eine neue Aufnahme gestartet, um euch zumindest noch so den letzten Rest zu zeigen, beziehungsweise euch nochmal zu zeigen, was ich so alles gemacht habe. Dummerweise habe ich dann erst hinterher im Schnitt bemerkt, dass das Bild im OBS hängen geblieben ist. Also habe ich genauso wie die 10 Minuten davor die ganze Zeit gebrabbelt und ihr hattet trotzdem die ganze Zeit das gleiche Bild. Deswegen habe ich es einfach mal weggelassen und zeige es euch jetzt. Nämlich, wir haben die Mobfarm komplett beendet. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt noch mit drin war oder nicht. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Also, Dach drauf, 2 Etagen mit Conveyor Belts drin. Den Grinder hier angeschlossen mit Anschluss an eine Obsidian Chest und Stromanschluss von hier hinten rübergelegt. Und... richtig nice. Wir haben Enderperlen und die nehmen wir direkt auch mal mit. Ich habe zwischendurch offline hier schon mal ein bisschen rumgepimmelt und hier so ein Rotz hier rausgeschmissen, weil was soll ich damit? Braucht kein... Oh nee, warte. Die Verzauberten wollte ich behalten. Nein, jetzt habe ich schon wieder einen Verzauberten weggeschmissen. Weil ich die Power 2 und Unbreaking kann man eventuell noch zusammen craften. So... wir haben Enderperlen, endlich. Okay, gut, da ist jetzt natürlich ne... okay, hier schmilzt schon wieder ein Skelett. Da ist jetzt natürlich nicht so viel bei rumgekommen, aber... besser als gar nichts. Und was ich nämlich unbedingt mal machen wollte, wie man in der vorletzten Folge, glaube ich, gesehen hat, hätten die uns eventuell helfen können, dann hätten wir uns vielleicht noch in den Wasserstrahl oder so retten können. Nämlich die Traveler's Wings. Die will ich mir basteln. Und da hatte ich gerade schon mal für nachgeguckt. Genau, dafür braucht man nämlich eine Enderperle, 2 Gold und 4 Bronze. Aber Bronze? Hatte ich das nicht sogar noch? Hatte ich nicht irgendwann mal Bronze gemacht gehabt? Bronze! Ja, nice! Können wir uns direkt craften. Super, wunderbar. Gold habe ich jetzt gerade nicht drin, da auch nicht. Okay, können wir uns aber hier hinten holen. Ja, nice. Ne, so. Da packen wir die beiden dahin. 2 da, 2 da und eine Enderperle in die Mitte. Und wir haben... juhu! Was wir jetzt nämlich machen können, ist... Ah ne, warte mal, die konnten wir jetzt, glaube ich, die konnten wir noch irgendwie in Tinkers Table mit noch irgendwas zusammencraften, ne? Das heißt, wir brauchen das... wir brauchen die Tinkerbücher mal eben... wo habe ich die denn hingetan? Und ich könnte mal eben was essen. Habe ich noch was zu essen im Inventar? Ich habe nichts zu essen im Inventar. Und wir können uns jetzt endlich die Item Conduits müssten jetzt eigentlich endlich mal gehen. Habe ich? Ich habe irgendwie so das dumme Gefühl, dass ich mein Essen verloren habe. Egal. Dann machen wir einfach so. Futtern wir die Äpfel. Davon haben wir eh genug. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal eben die Bögen hier rein. Das brauchen wir jetzt eh nicht. Die Gears können hier rein. Das. Ob sie in Plastic Sheets können da auch einfach mal rein. Wire Connector, Wire Coil kann da auch rein. Von mir aus. Das Augment kann da rein. So, jetzt mal eben gucken. Ich meine, ich hätte die Tinkers Dinger hier. Das kann eigentlich auch erstmal aus. Hi, Ferdi. Wann bist du eigentlich gespawnt und wo? Aloe, Iron. Oh, eine gebackene Kartoffel. Yay. Materials in you. Tinker's Weaponry. Mighty Smelting. So, irgendwo da drin muss doch jetzt was stehen. Ja, ich denke in dem nicht. Also in dem steht scheinbar auch nichts. Na. Diary of a Tinker? Nee. Kann man die nicht mehr. Okay, man kann die nicht wieder zurückcraften. Schade. Okay, ich guck mal eben.
Okay, warte mal. Kann man... Angeblich kann man... Muss ich mal eben gucken, ob ich die benutzen kann. Kann ich die irgendwie zu einem Slime-Block? Nee, das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht. Okay, warte mal. Slime. Kaktus. Okay, Kaktus in Mana-Pool. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Nee. Jetzt habe ich Kaktus grün, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich das in den Mana-Pool werfe, oder? Nein, das bringt nichts. Ah, wie komme ich denn jetzt an Kaktus ran? Ah, warte mal. Wasser mit Milch. Ich habe keine Kuh. Wie komme ich denn jetzt an eine Kuh? Ah, aber ich habe einen... glaube, ich habe einen höheren Sprung, ne? Ich glaube wohl. Cool. Autsch. Ist hier nicht vielleicht zufällig eine Kuh? Ich hatte doch mal eine Kuh. Hier irgendwo. Boah, also Federfall wäre echt noch... ah, ganz praktisch. Aber dieses Doppelsprung ist auf jeden Fall schon gut. Ja, ist auch für hier ganz praktisch. Warum haben wir da hinten nicht eine Kuh? Ein Schwein. Ein Zombie. Ein Erdblock, den irgendein Enderman hier abgesetzt hat. Ah ja, klar. Da sieht man schon wieder Mobs spawnen. Aber keine Kuh. Schade. Wie kommen wir denn jetzt an Milch? Schade, wir haben keine Kuh. Ja gut, dann müssen wir das halt mal verschieben. Dann gucken wir jetzt erstmal nach dem Alloy. War das Vibrant Alloy? Energetic Alloy und Enderperlen. Warte mal, mal eben gucken. Item Conduit. Für ein Item Conduit brauchen wir Pulsating Iron. Das heißt Iron und Enderperle. Iron holen. Machen wir. Machen wir 6. Warte mal, wir brauchen für 8 Item Conduits brauchen wir 2 Pulsating Iron, also schon mal 2 Enderperlen. Energetic Alloy haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal erstmal. Da brauchen wir für 2 von den Dingern auch 2 Enderperlen. Also müssen wir, damit wir 3x8 haben, 6, 6, das reicht. Okay, alles klar. Dann können wir 1, 2... So, die da rein und die da rein. So, dann macht er schon mal Pulsating Iron. Und was brauchten wir für das Enderium? Platin, Silber und Tin. Müssen wir doch, glaube ich, auch alles haben, oder? Alu, Nickel. So, Platin, Silber und Tin. So, das kommt auch da rein. 1, 2, 3. Und die drei, so, die müssen nachher noch geschmolzen werden. Wir lassen jetzt erstmal die Enderium Base erstmal schmelzen. Die müssen wir dann nachher Enderium Base mit je 2 Enderperlen und Pyrotheum Dust. Pyrotheum Dust, hatten wir das nicht noch irgendwo? Oder müssen wir das jetzt echt noch herstellen? Wir haben jetzt nur Molten-Pyrotheum, ne? Okay, gut. Dann müssen wir Pyrotheum das herstellen. Und das machen... Was klicke ich mir hier denn... Nein! Was klicke ich mir hier denn zurecht? So, Pyrotheum das. Sulfur, Kohle und Redstone. Warte mal, haben wir denn... Blaze haben wir da auch nicht, oder? Warte mal, hatten wir hier hinten nicht noch irgendetwas? Doch, da haben wir Blaze Powder. Alles klar. Warte mal. Stack, Redstone und... Ach nee, Coal Powder brauchten wir, ne? Was ploppt denn hier schon... Wieso ploppt das denn hier schon wieder? Ich dachte, ich hätte das alles eingestellt gehabt. Nein, das ploppt schon wieder irgendwo raus. Oh, hier vielleicht. Ups. Kohle. Kohle, 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 Kohle. So, kommt in... Ah, jetzt haben wir keinen Pulverizer mehr übrig, ne? So, die pulverisierte Kohle müsste ja eigentlich... ja, rausgeschmissen werden, ist auch okay. Kriegen wir auch direkt Sulfur. Alles klar, dann stellen wir uns erstmal eben hier hin.
Blaze Powder, Kohle, Sulfur, Redstone, Pyrotheum Dust. So, ich glaube, das war's. Ja, nee, nicht weg damit. So, aufsammeln. Kann das, so, das kann alles wieder weg. Pulverisierte Kohle kann dahin. So, jetzt brauchen wir die. Huch! Wieso bist du bei Enderium Base denn so schnell? Oh, hör mal auf. Reicht das mal. Rein. So, jetzt brauchen wir Enderium Base. Enderperlen haben wir und Pyrotheum Dust. Das und das. So, dann mach mal. Kannst du erstmal ein bisschen was herstellen. So, und dann brauchen wir, können wir nochmal eben gucken. Item, wir brauchten, so, Item Conduit. Wir brauchten noch den Conduit Binder. So, das machen wir mit Gravel, Sand, Clay und Sawdust. Ach, jetzt weiß ich wofür den Gravel. So, Gravel, Sand, ne? Gravel, Sand, Sawdust und Clay. Wo haben wir Clay? Oh, nicht mehr so viel. Wo kriegt man das denn nochmal her? Ach ja, genau, selber machen. Yay, nice. Genau, das ging ja so. So, die da rein. Ach, Gravel außen. Dann machen wir das halt so. So. Haben wir noch ein bisschen Sand? Sand. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Conduit Binder. Das können wir mal eben wieder zusammenpacken und wieder wegtun. Den Clay können wir auch wieder wegtun. Kaktusgrün. Packen wir einfach mal eben hier rein. Das. Achso, ist voll. Ja, geil. Das. Jetzt haben wir jede Menge Binder-Composite. Geil. Hier ist alles voll. Stonebricks. Wie kommt ihr denn da rein? Das ist doch Blödsinn. So. Ihr könnt jetzt mal eben durchbrennen. Oh, das geht mir auf den Keks. Weg. Stonebricks, weg. Nein, den Cache nicht. Was ist denn da drin? Ist da was drin? Nee, ich glaube nicht. Der ist, glaube ich, leer. Okay. Wir kommen unserem Itemkonto jetzt immer näher. Emerald Transport Pipes. Glas und Emeralds. Wo haben wir Glas? Ich weiß, wir hatten noch Glas irgendwo. Ach ja, klar, wir haben Cash dafür. Ja, knapp 2000 sollten reichen. Dann nehmen wir noch einen Stack Emeralds. Ja, so. Ach. Blödsinn, das muss ja so rum, ne? Ja, egal. Reicht trotzdem. 4 Stacks von den Pipes reicht. Wir machen einfach genug. Immer schön genug von allem machen. Wir werden es sowieso irgendwann brauchen. So. Ist ja voll. Weg. So, dann brauchten wir jetzt euch und euch, glaube ich, ne? Ja. Mehr haben wir von euch noch nicht. Ihr bratet immer noch, ja gut. So, dann. Ach, die wandern jetzt hier durch. Ja, egal. Jetzt müssten wir doch eigentlich alles haben. Ja! Nice! Unsere ersten 8 Conduits. Damit können wir jetzt richtig geile Sachen machen.